Inspirierende Lebensgeschichten. Ganz herzlich willkommen mit Dr. Kerstin Joost und der Sissi Wiesner zu einem Gespräch, das sie inspirieren möchte. Guten Morgen, Sissi, erst einmal. Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlichen Dank, liebe Kerstin, dass ich hier sein darf und ein herzliches Willkommen auch an alle Zuhörer und Zuschauer. Vielen Dank. Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich, dass wir uns jetzt hier finden und miteinander plaudern können. Und ich bin ganz sicher, dass deine Lebensgeschichte auch viele Zuschauer und Zuhörer inspirieren wird, so wie ich das auch als Zielsetzung habe mit meinem Buch. Wir haben uns ja über eine gemeinsame Thematik kennengelernt. Und diese gemeinsame Thematik ist Sri Lanka, gell? Ja. Du hast einen Blog, den du veröffentlichst. Und der hat mit Sri Lanka zu tun. Magst du uns von dem erzählen? Ja, also mein Blog heißt herzwärts.at. Es war für mich ein großes, großes Anliegen, nach mehreren Sri Lanka-Aufenthalten meine Erfahrungen, mein Spüren, mein Empfinden, meine Erlebnisse in einer gut überschaubaren und dosierbaren Einheit sozusagen wiederzugeben. Und nachdem ich auch sehr, sehr gerne schreibe und auf Sri Lanka gefühlte zehntausende Fotos gemacht habe, war einfach dann irgendwo die logische Konsequenz, ich mache einen Blog. Und Herzwärts ist natürlich auch ein Name, der insofern besonders passt, weil Sri Lanka und die Zeit, die ich dort verbracht habe, mein Leben wirklich nachhaltig verändert und beeinflusst. Das verbindet uns auch beide stark. In meinem Buch nenne ich es ja, es hat mich magisch nach Sri Lanka gezogen, aber auch magnetisch. Hast du etwas Ähnliches erlebt, gell? Einen magnetischen Sog. Und dieser Blog hat uns eben auch zusammengeführt. Das kommt mir jetzt auch gerade magnetisch vor. Eins deiner schönen Fotos ist mir irgendwie entgegengesprungen im Internet und seitdem sind wir in Kontakt und ich finde es ganz, ganz wunderbar. Sissi, was hat denn dich magnetisch oder magisch nach Sri Lanka geführt? Magst du uns das erzählen? Ja, es hat insofern schon sehr kurios unter Anführungszeichen begonnen. 2017 wollten zwei Freundinnen den Jakobsweg gehen. Und eine davon hat über die Sommermonate immer 6, 7 Wochen Urlaub bekommen und Zeitausgleich. Die andere Selbstständige, so war es von der Zeit her kein Thema. Und speziell 2017 hat die eine Dame nur 3 Wochen bekommen. Und sie sagte dann, ja, 3 Wochen Jakobsweg ist zu kurz. Und sie haben sich kurzerhand entschlossen, Sri Lanka Ayurveda Kur. Und ich sagte, hey, ich fliege mit, wenn es für euch passt. Und so haben wir gemeinsam eben Sri Lanka Ayurveda Kur gemacht, 2017. Für mich erstmalig auf der Insel. Und ich war so fasziniert, ich habe die letzten Tage nur geweint, wie ich gewusst habe, ich muss wegfliegen. Das war dann Anfang August, bin ich zurückgekommen und wie ich in Wien aussteige, habe ich sofort gewusst, ich muss in dem Moment wieder fliegen. Habe dann all meinen Urlaub zusammengenommen, Zeitausgleich und hatte dann noch 10 Tage zur Verfügung, die schlussendlich nur 8 Tage klarerweise auf Sri Lanka waren mit der Hin- und Rückreise. Also noch einmal die Kosten, noch einmal der Aufwand. Ich bin dann 7 Wochen später nochmal geflogen und habe dort in einem deutschen, also in einem Quartier gewohnt von einer deutschen Dame, wo es mir nicht wirklich gefallen hat. Und am letzten Tag vor meiner Rückreise hat mich dann ein Masseur, den ich zuvor kennengelernt habe, im Sommer zum Essen eingeladen. Und der hat sofort gespürt, irgendwas stimmt da nicht und habe ihm halt erzählt, dass ich mich da nicht so wirklich wohlfühle in dem Quartier, aber passt schon. Und er hat mich so an der Hand genommen und wortlos mich auf sein Motorrad gesetzt und ist mit mir durch die Wildnis gefahren. Und ich habe mir wirklich gedacht, wenn mir da jetzt was passiert, da findet mich nie mehr irgendwer. Und plötzlich standen wir vor einem riesengroßen weißen Haus und ich dachte, was soll ich da? Auf einmal geht die Tür auf und kam mir eine österreichische Dame entgegen, die sagt, ah, herzlich willkommen, ich bin die Barbara, was darf ich tun für dich? Und ich habe ihr halt kurz erzählt, wie ich hierher kam und sage ich, ich weiß nicht, wieso mich Gajan hierher geführt hat. Hat sich dann herausgestellt, dass eben der Motorradfahrer und der Hotelbesitzer Freunde sind und Gajan wollte mir nur das Hotel zeigen für meinen nächsten Sri Lanka-Aufenthalt als Quartier, als mögliches. Und die Barbara führt mich herum, zeigt mir ihr Anwesen, weil sie ist mit dem Besitzer verheiratet und sie führen gemeinsam das Hotel. Und wie ich da in dem Garten stehe, mit traumhaftem Blick auf den Bendotta-Fluss, kommen mir wirklich die Tränen. Und sie sagt, na, das dürfte für dich auch ein Kraftplatz sein. Und durch mich wurde gesagt, ich darf so formulieren,
wenn ich eine Möglichkeit hätte, hier zu bleiben, ich würde es wirklich tun. Und sie nimmt mich an der Hand und sagt, sie sucht eine Gästebetreuerin, weil ihr wird alles zu viel, sie schafft das nicht allein und sie bietet mir den Job an. Und ich sage, na, wie stellst du das vor? Ich habe einen Job in Wien, ich habe eine Wohnung in Wien, wie soll ich das machen? Und das ist dein Problem, ich biete es dir an. Ja, und das Ganze, das halt abzukürzen, wie ich dann in Wien angekommen bin am nächsten Tag oder übernächsten Tag, habe ich gewusst, ich mache es und habe mich dann wirklich ein halbes Jahr darauf vorbereitet, habe meinen Job gekündigt, meine Wohnung, also die Fixkosten minimiert, soweit es ging, weil ich auch noch dazu sagen möchte, der Job war unbezahlt. Also ich habe wohl freie Kost, freie Logis gehabt, aber ich habe kein Verdienst gehabt sozusagen. Und ich habe es trotzdem gemacht und habe dann ein halbes Jahr 2018 auf Sri Lanka gelebt und unten eben kostenlos gearbeitet. Und diese Zeit war, ja, großartig. Diese Zeit hat dich geprägt, das kann man so sagen, gell? Ja, absolut, ja. Und soweit ich das verstanden habe, hat sie bei dir auch Weichen gestellt oder vielleicht sind die Weichen schon vorher gestellt worden. Es fand da irgendwie eine Neuorientierung statt in der Zeit für dich. Ja, es war so, dass ich eben als Gästebetreuerin mit den Gästen sehr viel unterwegs war. Wir haben Tagesausflüge gemacht, wir haben kleine Rundreisen gemacht und dadurch bin ich eher in Kontakt mit vielen Webereien gekommen. Die Weberei, die Stoffweberei ist ja auf Sri Lanka ein sehr weit verbreitetes Handwerk und Stoffe haben mich immer schon fasziniert, aber ich hatte jetzt kein nahes Verhältnis dazu. Und durch das Eintauchen in diese Textilwelt, sage ich mal, haben sich in mir so kleine Knospen irgendwie sind zum Erblühen gekommen und das ist immer mehr und immer mehr geworden. Und ich kann mich erinnern, ich war dann eines Tages in Colombo in der Hauptstadt in einem traumhaft schönen Interieurgeschäft. Und diese herrlichen, auch sehr, sehr wertvollen und hochwertigen Stoffe haben mich in einem angenehmen Maße erschlagen. Ich habe mir einfach ein paar Stoffe gekauft und habe so Strandtaschen nähen lassen. So für mich einfach so just for fun und habe die auf Facebook gepostet und meine Mädels binnen kürzester Zeit, ja, das hätte ich auch gern und größer und kleiner und in blau und in rot und ich habe dann circa 20, 30 Taschen nähen lassen, habe die mitgenommen nach Wien und die waren binnen weniger Tage waren die weg. Und so ist dann mein Gedanke entstanden, hier ein eigenes Business aufzuziehen. Ich habe dann ursprünglich die Stoffe zugekauft, teilweise aus Sri Lanka auch mitgenommen und teilweise von internationalen Stoffagenturen, habe eine Nähkurse gemacht, mir eine private Nählehrerin auch genommen und bin heute so weit, dass ich sage, also ich nähe meine Taschen selbst und ich habe auch vor 2, 3 Wochen circa meine erste selbst entworfene Stoffkollektion rausgebracht und für diese Designs verwende ich die Fotos, die ich auf Sri Lanka gemacht habe. Also all dieses dieser Wow. Schnelldurchlauf sozusagen hat den Ursprung eben auf Sri Lanka genommen. Wow. Und du warst vorher nicht in diesem Business, sagen wir mal. Du hast vorher nicht genäht. Ich habe vorher einen Knopf angenäht, wenn er wo abgegangen ist an meiner Kleidung, mehr aber nicht. Ich war ursprünglich, also ich war vorher im Verkauf tätig. Ich bin eine kommunikative, eine sehr extrovertierte Person und mir macht die Kommunikation einfach sehr großen Spaß. Im Verkauf zu arbeiten ist einfach eine andere Nummer, sage ich mal. Und ich habe auch in den letzten Jahren immer wieder so die Impulse von meiner Seele bekommen. Geh in die Kreativität, lebe dein Schöpfertum, bring das in die Welt hinaus. Ich glaube, es gibt kein kreatives Thema, das ich noch nicht begonnen habe. Habe es dann aber immer sein lassen, so nach dem Motto, naja, davon kann ich nicht leben und wen interessiert das schon und ich bin ja nicht gut genug, der Klassiker. Ja. Und ich habe immer wieder so diese Inputs von der Seele bekommen. Parallel auch dazu hatte ich enorme Schwierigkeiten in meinen Jobs. Bin ständig gekündigt worden, hatte 2 massive Burnouts und ich habe es einfach nicht wahrhaben wollen. Ich habe mich nicht getraut, ich habe mich nicht getraut zu springen, in dieses Vertrauen zu gehen. Und es ist dann ziemlich genau vor einem Jahr 2019 im Oktober, bin ich binnen weniger Minuten fristlos gekündigt worden, weil ich mich um eine Kundin, der es nicht gut ging, die sich einfach unwohl gefühlt hat, sie hatte Kreislaufprobleme und die habe ich mich übergebührlich gekümmert. Ich meine, es war irgendwo für mich selbstverständlich. Und daraufhin hat dann der Chef gesagt, so es reicht und sie sind fristlos entlassen. Und 2 Minuten lang war ich verärgert und gekränkt und in meinem Ego, was erlaubt sich der? Und in der 3. Minute habe ich gesagt, und jetzt packe ich es an. Und das war vor einem Jahr und mittlerweile kann ich gut schlafen, ich brauche keine Medikamente mehr, ich fühle mich wohl und jeden Tag in der Früh, wenn ich aufstehe, bin ich dankbar für den neuen Tag.
Wow, da ist eine Menge an Veränderung in den letzten 3 Jahren passiert, gell? Dein Ja. Leben ist total anders jetzt. Ja, tatsächlich, ja. Wow. Und so wie ich dich jetzt erfasse, so wie du strahlst, wie du Begeisterung rüberbringst, bist du jetzt wie in deiner Kraft, in deinem Licht, wie auf einer Seelenreise, kann man eigentlich sagen. Das ist ja der Titel meines Buches. Du folgst jetzt deiner Seelenreise und deine Seele hat dich auch geführt, oder? Ja, absolut. Ich habe Gott sei Dank Menschen in meinem Umfeld, die so Ähnliches, nicht im Sinne von der Entwicklung, also von der Art und Weise, Step by Step, sondern einfach vom Werdegang, von der Bewusstseinserweiterung, von der Entwicklung, die das ähnlich mitgemacht haben und die waren immer so die Vorbilder für mich. Und das war für mich immer unerreichbar. Ich habe 2010 ein sehr, sehr schweres Jahr gehabt. Ich bin geschieden worden. Wenige Wochen später ist meine Mama gestorben, binnen weniger Minuten. Kurz darauf hat sich einer meiner besten Freunde das Leben genommen. Also ich hatte einfach keinen Halt mehr. Ich habe aus der ehrlichen Wohnung auch ausziehen müssen, in eine ganz, ganz dunkle Wohnung, was mir überhaupt nicht gefallen hat. Ich habe binnen weniger Monate 20 Kilo zugenommen, weil ich wirklich nur mehr Frust, verzeih mir das Wort, gefressen habe. Ich habe nur wochenlang nur Süßes in mich hineingestopft. Und das war eine Spirale nach unten. Also wenn ich heute dran denke, schnürt es mir im Moment fast die Luft ab. Ja. Also ich hatte wirklich keine Perspektive mehr. Ich wusste nicht mehr, wie es weitergehen soll und kann. Habe mich auch damals ziemlich zurückgezogen vor all meinen Freunden und aus der Umwelt. Also es war wirklich eine Spirale tief nach unten. Und dann hatte ich einen Silvester, der war 2012 auf 2013. Da bin ich wieder mal allein zu Hause gewesen und ich trinke keinen Alkohol. Ich habe mir aber in so einen kleinen Sektflasche gekauft für diesen Anlass und dachte mir, ja, das neue Jahr, und das wird jetzt dann mein Jahr. Und ziemlich genau zum Jahreswechsel, ich stehe bei meinem Fenster und habe so über Wien geblickt. Ich habe jetzt mittlerweile eine neue Wohnung und habe ich einen wunderschönen Ausblick über Wien und habe das Feuerwerk betrachtet und wie ich mit meinem Sektglas so dastehe, war auf einmal so wie eine Eingebung, ein Energiestrahl von oben. Ich kann es nicht mehr benennen, wo ich da von einer Sekunde auf die andere entschieden habe, aus meiner Opferrolle auszusteigen, auch mit dem Jammern aufzuhören, weil ich mich natürlich in meinem eigenen Selbstmitleid mich gesuhlt und gewälzt habe, es hat ja sehr gut getan, so gesehen, ja. Und ich habe dann entschieden, mein Leben selber in die Hand zu nehmen und hatte so spontan die Idee, mich hinzusetzen und mir Dinge aufzuschreiben, die ich wirklich gerne machen möchte, die mir Freude machen, sei es so die berühmte Duftkerze, die man sich gönnt, obwohl man es ja nicht wirklich braucht, oder dieses Schaumbad. Es waren materielle Dinge oder auch Dinge eben einfach, die ich tun wollte. Wie bei uns gibt es in Wien einen wunderschönen Stadtgarten, wo ich schon sehr, sehr lange nicht mehr spazieren war, dass ich dort einmal einen Spaziergang mache. Und habe mit mir selbst die Vereinbarung getroffen, im kommenden Jahr mindestens einmal in der Woche eines von dieser Liste quasi zu erledigen, mir zu gönnen und ohne Ausreden, ich habe keine Zeit und ich habe kein Geld, weil es ist damals finanziell sehr, sehr eng bei mir gewesen, aber ich habe gewusst, nein, das ziehe ich jetzt da durch. Und immer wenn mir neue Dinge eingefallen sind, habe ich es dazu geschrieben. Ich meine, heute weiß ich viel, viel mehr über Mindset und Fokussierung und Gedanken ausrichten. Das wusste ich damals alles noch nicht. Und mit dieser scheinbar einfachen Übung hat sich mein Leben wirklich von der Opferrolle und vom Jammern in ein selbstbestimmtes Leben verwandelt. Ja, das beschreibst du wie einen Moment, gell, wo du den Ja. Schalter umgelegt hast und du beschreibst es auch so wie eine Eingebung. Ist das etwas, was dir immer wieder hilft, so Art innere Stimme oder Eingebung oder wie würdest du das bezeichnen? Was gibt dir da Unterstützung? Es ist definitiv ein Spüren, dieses Bauchgefühl, wie immer man das auch nennen möchte. Es ist meine tiefste Überzeugung, dass das wirklich jeder hat. Jeder. Manche nehmen es in Form von Spüren oder von Sehen oder von Hören wahr. Das ist einfach unterschiedlich, die Art und Weise. Aber dieses Bauchgefühl, diese innere Stimme, das hat jeder. Nur sehr, sehr viele von uns achten nicht drauf oder schieben es gleich wieder weg oder negieren es oder sind eben so in ihrem eigenen
Alltag, sage ich mal, bis zum gewissen Grad gefangen, dass auch gar kein Raum dafür da ist, um dieser Energie, diesen Impulsen nachzugehen. Und wie ich dann eben begonnen habe, das sehr wohl zu machen und darauf zu hören, ist es auch immer stärker geworden, immer greifbarer. Ich habe so oft den Impuls, wenn ich außer Haus gehe, ach ja, das quasi noch mitzunehmen. Also nichts Großartiges oftmals, aber ich weiß, wenn ich das jetzt versäumt hätte, wäre es irgendwie unangenehm für mich gewesen. Und das kann man wirklich, wirklich trainieren. Und dieser Gradmesser, sage ich mal, dieser innere Leuchtturm, also der ist einfach großartig. Ja, das kann ich sehr gut nachempfinden, was du sagst. Ich habe bei mir auch die Erfahrung gemacht, wenn ich in kleinen Dingen diese innere Stimme nicht höre, dann ist sie wie immer leiser oder sie wird immer schwerer für mich zugänglich. Aber wenn ich selbst in kleinen Dingen, sagen wir mal, welches Brot tut mir gut oder ich weiß, tut mir eigentlich nicht gut, aber ich nehme es trotzdem. Aber also ich folge dieser inneren Stimme nicht, obwohl sie mir klar sagt, das tut dir nicht gut. Wenn ich das aber anders mache, wenn ich sage, ich folge jetzt dieser inneren Stimme, auch in Kleinigkeiten, dann wird es immer klarer, immer deutlicher. Ich habe manchmal das Gefühl, das ist wie so ein Kanal, der durchgepustet wird oder anders gesagt, wie so ein Muskel, den man trainieren kann. Und das Trainieren ist nichts Angestrengtes, sondern der trainiert sich einfach, indem man es mal macht. Ne? Und dann wird das Vertrauen auch immer größer. Und dann kann man auch plötzlich, wenn man von Sri Lanka zurückkommt, wieder entscheiden, ich gehöre dahin. Es ist jetzt wichtig, dass ich zurückgehe, weil die Stimme so klar ist, oder? Ja, das war bei mir auch so. Mir war klar, obwohl ich Sri Lanka wirklich über alles liebe, ich war mittlerweile schon 6 Mal dort zusammengerechnet, ich glaube jetzt fast 1,5 Jahre. Dennoch spüre ich für mich und diesem gebe ich, also diesem Gefühl gebe ich mich auch hin, dass ich sage, Sri Lanka wird immer eine Destination sein, wo ich sehr gerne hinreise. Ich spüre aber, dass es kein Land ist, wo ich leben möchte. Ich könnte theoretisch, also ich bin nach wie vor alleinstehend, ich könnte theoretisch hier alles aufgeben, verkaufen und könnte nach Sri Lanka gehen. Also finanziell gesehen würde es mir auf Sri Lanka sicherlich wesentlich leichter gehen. Also das ist ja gar kein Thema, ja, und das ist ein wunderschönes Land. Aber ich spüre einfach, auch wenn ich jetzt nicht genau weiß, warum, aber ich spüre immer wieder hinfahren, auch weil ich dort auch Stoffe einkaufe, die ich für meine Taschen verwende, das ja, aber eben nicht auf Dauer. Und diesen Emotionen, diesem Spüren auch zu vertrauen, auch wenn ich jetzt noch nicht weiß, warum, aber es wird sich Step by Step ergeben. Jawohl. Du sagst, Sri Lanka hat dir viel gegeben. Es war irgendwie wie eine Bühne oder wie eine Basis, auf der in dir Veränderungen geschehen durften. Deine Inspiration, deine Kreativität hat eine ganz neue Form bekommen. Aber wir beide haben auch Situationen erlebt in Sri Lanka, die wirklich schwierig sind, weil es so eine andere Kultur ist, oder? Ist das Ja. jetzt auch der Grund, warum du sagst, also leben möchte ich jetzt nicht für immer dort? Ja, absolut. Es ist einfach eine Tatsache. Ich liebe generell asiatische Länder. Ich war auch schon sehr, sehr oft in Thailand. Möglicherweise ist einfach auf Sri Lanka eine spezielle Energie für mich, dass ich diese Erfahrungen machen durfte. Es ist, wie soll ich es formulieren, für eine europäische alleinstehende Frau nicht unbedingt leicht, leicht jetzt im Sinne des Lebensstils, den ich hier in Österreich leben kann, das auf Sri Lanka auch auszuleben. Ich meine, hier ist es egal, ob es 10 Uhr Vormittag oder 15 Uhr Nachmittag oder 21 Uhr am Abend ist, auch wenn es dunkel ist. Ich kann in Wien allein weggehen, ich kann allein fortgehen. Ich fühle mich sicher in Wien. Es passiert mir jetzt in dem Sinne nichts, dass ich jetzt irgendwie unangenehme Begegnungen hätte. Ich meine, ich richte auch entsprechend natürlich meine Geisteshaltung darauf aus. Aber generell, eine alleinstehende Frau in Wien allein unterwegs ist kein Thema. Und wird in Deutschland, Österreich, Schweiz, ist ja dasselbe. Hingegen auf Sri Lanka wird man schon ein wenig, wie soll man sagen, in Beobachtung genommen von den Männern, wenn man zum Einbruch der Dunkelheit und später allein auf der Straße unterwegs ist. Und allein das ist eine Einschränkung, die ich mir in meinem Leben nicht zugestehen will. Ja? Oder auch die Kommunikation. Ich kann hier in Österreich oder im deutschsprachigen Raum oder auch im europäischen Raum als Frau mit jedem sprechen, kann mich mit jedem unterhalten, ist nichts dabei. Auf Sri Lanka hat man dann ganz, ganz schnell einen Ruf, dem ich jetzt nicht nachkommen möchte,
weil sich einfach eine Frau jetzt unter Anführungszeichen nicht anbietet und nicht mit jedem spricht und schon gar nicht mit einem Mann. Und das Ja. sind alles Einschränkungen, das entspricht nicht meinem Wesen, meinem Naturell. Ja, ich weiß da auch wieder genau, wovon du sprichst. Wir haben wirklich sehr ähnliche Erfahrungen gemacht, weil die Situation einfach entsprechend ist. Und wir waren beide in Bentota. Es ist eine sehr dörfliche Gegend. Auch in Colombo ist die Situation komplett anders. Aber ich habe auch auf dem Dorf gelebt und da muss man sich einfügen. Und das können wir fast gar nicht, weil wir sind selbstbestimmt. Wir sind, ja, wir stehen auf eigenen Beinen und das ist in der Kultur dort gar nicht so drin. Ich hatte manchmal bei mir das Gefühl, ich passe in keine Rolle, ich bin kein Mann, dann ich bestimme alles, ich gehe frei aus, wohin ich will. Und ich bin auch nicht in der Frauenrolle, die nur zu Hause sitzt. Also irgendwie ist da so kein Platz für mich. Das war so meine Wahrnehmung. Ja, absolut. Und ich bin einfach ein Freigeist. Ich mache einfach, ich bin es jetzt fast 10 Jahre gewohnt, wirklich die Dinge zu tun, wann und wie ich es möchte. Und ich bin durchaus bereit, wenn ich jetzt auf Urlaub bin, das weiß ich ja, wenn ich jetzt nach Sri Lanka fliege oder Thailand oder in asiatische Ländern, dann kann ich nicht mit einem kurzen Kleid gehen und kann ich nicht sehr, sehr spärlich bekleidet in eine Kirche oder in einen Tempel gehen natürlich. Ich kann auch nicht oben ohne am Strand liegen. Das weiß ich, darauf stelle ich mich ein. Und deswegen sage ich für einen Zeitraum ja, aber nicht jetzt uneingeschränkt für ein ganzes Leben. Ja, das ist doch wichtig, wenn man da so eine innere Stimme spürt und weiß, das stimmt für mich. Und sind wir ehrlich, wir haben so viele Möglichkeiten heute. Wir leben ja in so einer Freiheit hier bei uns, Ja. Österreich, Schweiz, Deutschland. Wir könnten ja sogar sagen, wir leben einen Teil des Jahres dort, einen Teil des Jahres dort. Ist doch unglaublich, ne? Ja. Vielleicht wird das mal Realität. Ich wünsche es dir von Herzen, Sisi. Möglicherweise, wenn zum Glück darf ich wirklich sagen, reise und fliege ich auch sehr, sehr gerne. Ich meine, aktuell natürlich ist es leider nicht möglich, aber es ist auch durchaus in meinem Mindset, wie man heute so schön sagt, drinnen, dass ich jetzt einmal im Quartal oder so, ja, zwei, dreimal im Jahr nach Sri Lanka reise, dann solange eben dort bin, solange es geschäftlich und kreativ für mich, sage ich mal, gut passt, eben wieder neue Fotos zu machen, die ich eben dann für meine Stoffdesigns verwenden kann. Und wenn ich das Gefühl habe, okay, jetzt geht es wieder zurück, dann fliege ich eben wieder zurück. Und für mich, sage ich, ist es jetzt kein Drama, einfach jetzt einen Tag lang 24 Stunden unterwegs zu sein. Also ich hoffe, es von meiner körperlichen Konstitution und Verfassung bleibt es so. Ich habe auch mit der hohen Luftfeuchtigkeit, mit dem Klima kein Thema. Also ich sehe für mich jetzt, das klingt jetzt sehr pragmatisch, aber jetzt auch keine Veranlassung, warum ich in Sri Lanka oder auf Sri Lanka bleiben sollte. Ja, es passt einfach nicht. Ja, ich verstehe. Sisi, das ist eine sehr inspirierende Geschichte. Du hast in den letzten Jahren unglaublich viele Veränderungen erlebt. Und wenn ich das richtig zusammenfassen darf, ist es wirklich, dass du deiner inneren Stimme gefolgt bist, auch wenn du noch nicht sahst, wie es nachher aussehen wird, wie es praktisch umsetzbar ist. Du hast Schritt für Schritt gemacht, hast dich geführt, gefühlt dabei durch deine innere Stimmung, Stimmung, ja auch. Auch. Und hast auch einige Hindernisse meistern dürfen in der Zeit und bist daran gewachsen, das kann man so sagen, ne? Ja, absolut. Also Ja. das kann ich wirklich, wirklich so bestätigen. Und den Gedanken, den ich auch jetzt da habe, ich weiß, man spricht so leicht und wenn jetzt andere Zuhörer und Zuhörerinnen in einer Situation sind, wo sie es irgendwie nicht ein- und auswissen, dann denkt man sich vielleicht, ja, die hat leicht reden, sie hat es ja schon geschafft. Aber ich war auch mal in einer Situation oder in einer Phase, wo es sehr, sehr dunkel war. Und auch heute kommen immer wiederum diese Hürden, diese Herausforderungen auf mich zu. Aber es ist immer meine Entscheidung, wie gehe ich damit um und vor allem, welchem Ziel bleibe ich treu. Wenn ich weiß, wohin ich möchte, dann kann ich Hürden viel, viel leichter nehmen, als wenn ich orientierungslos bin. Und für sich einfach einmal klar zu machen, was möchte ich, nicht wie, sondern das Wie, dafür sorgen sich oder darum kümmern sich andere Energien und Mächte und Kräfte. Aber zu sagen, okay, so wie wenn ich ins Navi einsteige, ich möchte in die Schweiz fahren. Ja,
da brauche ich mich jetzt nicht darum kümmern, wie lange dauert es, wie viele Ampeln habe ich, wie viele Baustellen muss ich passieren oder darf ich passieren. Ich weiß, ich komme in der Schweiz an und mehr ist für mich nicht maßgeblich. Und auch diesen Dingen zu vertrauen, diese Zeichen auch, die von außen kommen. Und für mich, ich kann es nur noch einmal wiederholen, ist wirklich dieses Spüren, was fühlt sich gut an, wo habe ich irgendwo Bedenken. Es ist oft sehr, sehr mutig, eine Kopfentscheidung nicht auszuführen, wenn man emotional irgendwo Bedenken hat, ja. Wenn man sich denkt, na, der Bauch und auf das Gefühl kann man sich nicht verlassen. Doch, darauf kann man sich verlassen. Und sollte man dann tatsächlich einmal eine, unter Anführungszeichen, falsche Entscheidung treffen, die einem Herausforderungen beschert sozusagen, dann nicht sagen, boah, hätte ich nicht. Es ist kein Fehler. Das sind dann wertvolle Erfahrungen, die man braucht, um wieder ins nächste Wachstum gehen zu können. Also es ist im Endeffekt egal, wie man tut, aber wenn man natürlich die Bewusstheit hat dafür, sich nach diesen und diesen energetisch-spirituellen Gesetzmäßigkeiten zu richten, wie eben diese innere Stimme, dann hat man ein Werkzeug an der Hand, das einem wirklich gut durchs Leben führt. Ja, das finde ich eine wunderbare Formulierung, dass du sagst, es gibt keine Fehler. Das ist auch meine Erkenntnis nach meinem Weg, der halt so gelaufen ist, wie er gelaufen ist. Und ich habe auch gemerkt, wenn ich anfange, Fehler zu deklarieren, dann bin ich immer irgendwie in einer schlechten Rolle, in einer schlechten Stimmung. Ich mache mich immer mies, ich ziehe mich runter. Und ich kann es ja anders definieren. Ich definiere Sachen so, wie sie mir helfen, wie sie mich voranbringen. Und wenn ich das Lebenserfahrung nenne, dann bin ich stolz auf mich. Dann sage ich, Tschakka, ich habe es geschafft. Ja? Und ich muss mich stolz sein auf das, was wir geschafft haben und gerade auf das, was nicht so rund gelaufen ist. Das sehe ich ganz genauso. Sissi, hast du aus deinem reichen Erfahrungsschatz noch so wie eine Empfehlung? Du hast jetzt schon ganz viele gegeben, aber möchtest du unseren Zuschauern und Zuhörern noch etwas mitgeben? Eine Ermutigung, eine Inspiration für ihren Seelenweg? Ja. Ich liebe es, Zitate, Sprüche, also nicht zu sammeln, aber wenn mir welche unterkommen, wenn ich welche sehe oder höre, notiere ich sie mir tatsächlich, weil dann immer wieder so dann dieser Anker dann da ist in Momenten, wo mir einfach solche Zitate helfen. Und ich darf sagen, ich bin eine wirklich sehr sprudelnde und sehr, sehr, wie soll man sagen, vielseitig interessierte Person. Und ich habe sehr, sehr viel in meinem Leben schon begonnen und habe es nicht zu Ende geführt, aus unterschiedlichen Gründen, teilweise auch aus Ungeduld. Also ja, also ich habe hier wirklich schon sehr, sehr viel probiert. Und ich habe mir manchmal gedacht, was wäre, oder mir überlegt, was wäre oder wie wäre es denn gewesen, wo wäre ich heute, wäre ich da dran geblieben. Ja, und ohne ein gewisses Maß von Geduld und Konsequenz und Disziplin geht es einfach nicht. Ist so. Und es ist mir vor noch nicht allzu langer Zeit, vor ein paar Wochen, ist mir ein Spruch in die Quere gekommen, der mich so fasziniert hat, der lautet: Wenn du heute aufgibst, wirst du nicht wissen, ob du es morgen geschafft hättest. Ist relativ bekannt, für mich war er damals neu. Und das hat mir so, ich habe ihn wirklich in einer schönen Schrift, habe ich ihn ausgedruckt und habe es zu meinem Arbeitsplatz hingeklebt. Weil ich habe auch natürlich heute genauso Momente, wo ich mir denke, boah, das ist alles so mühsam und ich mache irgendwas anderes, weil es tausend Dinge gibt, die mich interessieren. Aber ich spüre, dass ich gerade jetzt in meinem Business, das ich mache, so viele Möglichkeiten auch habe. Aber mich einmal für einen Weg zu entscheiden, wo ich sage, ja, den gehe ich weiter, dabei bleibe ich, bin aber für alles offen, was noch dazukommen darf. Und eben diese Konsequenz, so quasi dranbleiben, es geht einfach nicht von heute auf morgen. Und das ist etwas, was ich wirklich sehr, sehr gerne aus eigener Erfahrung auch weitergeben möchte. Ja, wunderschön. Das resoniert bei mir auch. Ich bin auch ein Typ, ich bin sehr schnell. Ich habe Visionen, Ideen. Dann habe ich das Gefühl, oh, die wäre auch noch gut und die wäre auch noch gut. Aber so habe ich auch gemerkt, komme ich nicht voran. Deshalb Vertrauen ist immer wieder ein wichtiger Punkt, gell? Vertrauen, wenn es sich richtig anfühlt, wenn die innere Stimme sagt, das ist dein Weg, dann bleib drauf. Und geh und hol dir Unterstützung, auf welchen Ebenen auch immer. Es ist so viel Unterstützung um uns herum und wir sind wirklich niemals allein. Das habe ich auch merken dürfen. Ach, so schön, Sisi. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiterplaudern. Es ist sehr inspirierend mit dir. Und falls jetzt Zuschauer mit dir in Kontakt treten möchten, wie findet man dich am besten?
Wie heißt noch dein Blog? Mein Blog heißt Herzwärts, so wie vorwärts, herzwärts.at. Ja. Meine Website heißt sissner.at. Und auf Facebook bin ich auch zu finden unter Sissi Wiesner, also unter meinem normalen Namen, wenn ich das so sagen darf. Ich habe auch Ja. eine eigene Sissner-Gruppe, also da kann man auch gerne Kontakt mit mir aufnehmen. Also ich freue mich über alle Zusprüche und Inspirationen und Austausch, wie auch immer. Also von Herzen sehr, sehr gerne. Ja, wunderschön. Und wie man merkt, es ist so inspirierend. Da springen ganz bestimmt Funken über, aus denen man nachher selber wieder etwas bauen kann. Und ich werde deine Links auf jeden Fall unter diesem YouTube-Video dann auch angeben, dass man dich sicher finden kann. Und ich habe natürlich auch Freude, wenn Sie auf mich zukommen möchten. Meine Webseite heißt kerstinjost.com und mein Buch heißt Sri Lanka, meine Seelenreise. Wenn Sie sich noch mehr mit meiner Seelenreise beschäftigen möchten und eintauchen möchten in weitere Bilder und Erlebnisse von Sri Lanka, es ist wirklich eine traumhafte Insel. Und ja, ich hoffe, nächstes Jahr können wir wieder hinreisen, Sissi, gell? Ja, Kerstin, das ist auch mein Wunsch und es wird klappen. Ich bin noch mit einigen Menschen natürlich auf Sri Lanka in Verbindung, eben auch mit Barbara, die ja das Hotel nach wie vor führt, momentan natürlich leer, aber ich bin nach wie vor mit ihr in Verbindung und sie ist auch guter Dinge, weil ja, es wird wieder möglich sein und vielleicht sehen wir uns mal auf Sri Lanka, wer weiß. Das wäre wunderschön. Ich freue mich jetzt schon und ich danke dir von ganzem Herzen, Sisi, für dein Dasein, für dein Licht, für deinen Optimismus, für die vielen Inspirationen, die du uns jetzt gegeben hast. Und wir sehen uns wieder. Herzlichen Dank. Ja, ich sage auch vielen lieben Dank nochmals. Es hat so, so Spaß gemacht. Also ich, wie gesagt, ich plaudere ja sehr, sehr gerne, wie man ja merkt. Aber gerade wenn es um Sri Lanka und um meine Herzensangelegenheiten geht, dann möchte ich das wirklich in die Welt hinaus strahlen lassen und sprudeln lassen, damit sich wirklich viele, viele anstecken lassen. Es ist ein so schönes Leben, dass man sich selbst kreieren kann. Dranbleiben, es überhaupt einmal angehen, das ist einmal das Wichtigste. Und dann kann es für alle gut sein. Ja, ganz herzlichen Ja. Dank. Alles Liebe für dich, Sisi. Danke, Kerstin. Servus. Tschüss. Ciao.